Hallo und herzlich willkommen, ihr Planet Coaster Fans. Hier ist Basti oder auch Modern Consumer und ich wollte mal ein kurzes Video zu der Ankündigung von der Konsolenversion von Planet Coaster machen. Das haben mich jetzt einige angeschrieben und gefragt, hast du gesehen hier, das Spiel kommt jetzt auch für die Konsolen raus. Im Sommer 2020 soll es soweit sein, also für die Xbox One und PlayStation 4. Die haben noch nichts zu den ganz neuen Konsolen, also PS5 und Xbox, ich weiß gar nicht, wie sie danach heißt, Xbox 5, ich habe keine Ahnung. Haben sie auf jeden Fall nichts gesagt. Auf jeden Fall ist vor einer Woche ein Trailer rausgekommen, den seht ihr jetzt hier auch im Hintergrund und es sieht alles super schön geschmeidig aus und ich wurde ja schon jahrelang gefragt, kommt denn das Spiel auch eigentlich mal für die Konsolen raus? Ich habe immer gesagt, ne, never ever kommt das Spiel für die Konsolen raus. Planet Coaster hat so krasse Hardware-Anforderungen und irgendwie bringen die das jetzt auf den Konsolen raus. Ich habe keine Ahnung wie, die haben da auch noch nicht großartig was gesagt. Es soll natürlich alle Updates mit dabei sein, was mittlerweile schon als Freeware dazugekommen ist, also an kostenlosen DLCs. Das soll natürlich alles mit dabei sein, alle Patches, wie auch immer. Die DLCs werden bestimmt auch kaufbar sein auf der Konsole, das ist ganz klar. Die müssen alles abändern, dass man das Ding mit dem Controller gut steuern kann und irgendwie die Sachen bauen kann. Ich stelle mir das extrem kompliziert vor und es gibt auch so, ich habe auf die Schnelle jetzt mal geguckt und nichts gefunden, ob die da irgendwas gesagt haben, wie die das technisch überhaupt machen wollen. Ich habe echt ehrlich gesagt keine Ahnung, wie die das hinbekommen sollen, dass das auf den Konsolen läuft. Wenn ich mir das vorstelle, ich habe einen relativ guten PC und wenn der Park relativ voll ist, ziemlich viele Sachen gebaut sind, es ruckelt wie die Sau. Wie wollen die das? Und ich habe dann in Full HD spiele ich. Und ich habe jetzt wieder okay Google hier gesagt. Wie wollen die das auf einer Konsole hinbekommen, die zum Teil Spiele noch nicht mal in Full HD mit 60 Frames hinbekommt oder in 30 Frames ruckelnd? Das wird bei diesem Spiel doch, glaube ich, sehr, 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 sehr schwierig. Und wenn ich, also ich sage jetzt einfach mal meine Gedanken frei raus zu alten Spielen und anderen Spielen, wo ich den Vergleich kenne, wie das mit PC und Konsolen ist. Oft ist es ja so, auf den Konsolen hast du einfach, die Auflösung ist ja Full HD in der Regel, sag ich mal. Dann hast du im Zweifel da geringere grafische Details eingestellt und hast dann einfach nur 30 Frames anstatt 60 Frames, was halt auch auf dem PC möglich ist. Beim PC natürlich noch viel mehr. Also du kannst am PC meistens die Grafik höher stellen und dann sieht das einfach besser aus und alles. Und bei Planet Coaster, finde ich, wird das nicht so funktionieren. Weil wenn ich bei Planet Coaster die Grafik mal runterstelle, ich kann das Spiel komplett runterstellen, aber wenn ich einen vollen Park habe mit extrem vielen Objekten in diesem Park halt drin, dann ruckelt das trotzdem noch. Also das ist für mich, ich weiß nicht, wie die das schaffen wollen. Die müssen irgendwas grafisch oder, also ich, da muss im Hintergrund auch irgendwas anders passieren, dass das Spiel eine bessere Performance bekommt. Und wenn das auf der PlayStation irgendwie dann, wenn die das hinkriegen, dass das da besser läuft, dann möchte ich doch eigentlich als PC-Besitzer, wenn ich ja keinen starken PC habe, möchte ich doch eigentlich auch gucken, möchte auch ein Update bekommen, dass das besser läuft. Also wenn ich diesen Trailer, wie gesagt, im Hintergrund, der da immer oder läuft, gesehen habe, wie flüssig das da läuft, ich kann es mir echt nicht vorstellen, dass ein großer Park das auf der Konsole schaffen wird. Auf der Next-Gen-Konsole weiß ich nicht, wie es dann aussehen wird, aber die haben ja jetzt für die aktuelle Konsolengeneration das angekündigt. Keine Ahnung, wie das laufen soll. Dann ist auch noch für mich ein wichtiger Punkt der Steam-Workshop. Das ist ein essentieller Punkt, den du in Planet Coaster hast, weil das Spiel lebt einfach davon, dass du dir Sachen von anderen Leuten runterladen, kostenlos anschauen kannst, Objekte abonnieren kannst und kannst sie in deinen Park einbauen oder du kannst deine Sachen selber veröffentlichen für alle anderen. Das ist eine essentielle Sache von Planet Coaster. Und ich finde, das muss dann auch auf der PlayStation 4 und auf der Xbox, also auf den Konsolen, vorhanden sein. Also ich weiß nicht, ob sie das auch machen, ob das überhaupt geht. Ich weiß nicht, ob es das Vergleichbares schon in anderen Spielen gibt. Also wenn dann wahrscheinlich im Spiel sowas wie bei Trials oder so, dass du andere Strecken dir runterladen kannst. Also die müssen diesen Workshop praktisch da integrieren. Und das Beste wäre eigentlich, wenn die den Steam-Workshop dort drin integrieren können. Das ist auf jeden Fall mein Gedanke. Das Ding muss auf jeden Fall mit dabei sein, weil davon lebt dieses Spiel einfach, dass du das mit anderen teilen kannst. Ihr könnt mir gerne mal eure Gedanken dazu in die Kommentare sagen. Vielleicht wisst ihr auch schon ein paar Sachen mehr. Spätestens im Sommer 2020 wissen wir alle mehr. Und ich bin sehr gespannt drauf. Ich freue mich drauf, das zu sehen. Und ich will dann einen Park sehen, der so groß ist wie mein Park jetzt. Und mit 7000 Besuchern auf der PlayStation 4 in Flüssig. Ich glaube es nicht. Aber ich bin gespannt, wie die das hinbekommen wollen. Und anscheinend haben sie ja irgendeinen Weg gefunden oder irgendeine Idee.
Ja, ich bin gespannt drauf. Das sind meine Gedanken dazu. Wie gesagt, sagt mir eure mal gerne in die Kommentare rein. Wenn ihr jetzt noch Bock auf ein anderes Video von mir habt, Planet Coaster oder Planet Zoo, dann werde ich euch hier was hier auf dem Bildschirm hin verlinken. Schaut da gerne mal rein. Lasst auch gerne ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage ciao. Bis zum nächsten Mal, euer Basti oder auch Modern Consumer.